Hallo John de Guit, wir sind heute bei einer Pressekonferenz zum Thema Humantechnologie und in speziellen Humantechnologie in der Steiermark. Und neben mir ist Herr Dr. Johann Harrer. Sie sind Leiter des Humanclusters in der Steiermark. Können Sie kurz erklären, was ist Human Technology und was ist der humane Cluster in der Steiermark? Human Technology ist eine Umschreibung für die Technologien im Bereich Medizintechnik, Biotechnologie, Pharmatechnologie, und da geht es um den gesamten Bereich von der Forschung über bis in die Wirtschaft, also bis in die Produkte, die in diesem Bereich erzeugt und vertrieben werden. Der Humantechnologie-Cluster hat die Aufgabe, die Firmen und die Forschungseinrichtungen in dem Bereich zu vernetzen, Internationalisierungsstrategien gemeinsam mit den Partnern zu organisieren und auch gemeinsame Projekte im Inland oder im Ausland zu initiieren und auch durchzuführen. Hauptanliegen ist einfach die guten Ideen, die wir in der Steiermark haben, speziell auch begründet durch die Universitäten, durch die Fachhochschulen, durch die Forschungsinstitute, umzusetzen in Dienstleistungen und Produkte, die kommerziell dann verkauft und werden können und Wertschöpfung in der Steiermark bringen. Und weil ich heute schon den Astronautenfieber gesehen habe, was hat das jetzt sozusagen mit Weltraum zu tun? Welchen Einfluss hat die Weltraumforschung auf die Humantechnologie? Also grundsätzlich ist es eher heute ein Zufall. Der FIBÖG hat vor 20 Jahren oder 25 Jahren ein Messsystem erprobt im Weltall, das darum geht, Herzrhythmusvariabilitäten, also Änderungen der Herzfrequenz zu messen, um zu sehen, wie der Körper reagiert auf Schwerelosigkeit oder auf extreme Zustände. Wir haben, oder eine Partnerfirma von uns, die Firma Choices, hat dieses System jetzt miniaturisiert, so dass das auch für Anwendungen zum Beispiel in der Altenbetreuung oder Alterüberwachung älterer Leute verwendet kann oder auch im Bereich der Rehab, um zu sehen, ob zum Beispiel Leute, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, sich quasi positiv entwickeln, positive Gesundung haben oder noch Probleme zu erwarten sind. Sonst haben wir eigentlich Ansätze, oder wo wir wirklich Verwandtschaft mit der Raumfahrt haben, gerade in der Medizintechnik sind Firmen, die heute in den Flugzeugbereich oder in den Raumfahrtbereich liefern, auch die idealen Zulieferer, um an Medizinprodukte oder an Pharmafirmen zu liefern. Also das heißt auch, dieser Technologie-Cluster Steiermark arbeitet ja auch mit den Universitäten zusammen, ja. Also MedUni, ja. Karl Franzens und TU. Ja. Was hat das für einen Einfluss und welchen Stellenwert hat sozusagen der Human Technology-Bereich in der Steiermark? Wir sehen uns als Bindeglied zwischen dem Forschungsbereich, also den universitären Bereich oder unseren Forschungseinrichtungen wie Ioneum Research und unseren Kompetenzzentren und der Wirtschaft. Also wir versuchen das, was in der Forschung entwickelt wird, die innovativen Ideen dann umzusetzen, und zwar idealerweise mit lokalen Firmen, dass wir so Firmen finden und sagen, da gibt es innovative Ideen, können wir die in Produkte, in Dienstleistungen umsetzen, und umgekehrt, dass wir Firmen, die Produkte haben oder Dienstleistungen haben, mit der Forschung zusammenbringen und sagen, schaut, da gibt es bereits etwas, könnt ihr das in eure Überlegungen einbauen und quasi daraus Synergien gewinnen. So, dann sage ich danke vielmals, Herr Dr. Harrer, wünsche noch eine gute Pressekonferenz und gutes Gelingen dieses Jahr. Dankeschön.